Man erwärmt ein Gas, das einem Druck von 2,02 mal 10 hoch 5 Pascal unterliegt. Es weitet sich bei konstantem Druck gegen einen Kolben ohne Reibung aus. Berechne die durch das Gas verrichtete Arbeit, wenn das Volumen um 0,5 Kubikmeter variiert. Angegeben wird also dieser Druck klein p und die Variation des Volumens, also Delta V. Gefragt wird die verrichtete Arbeit W, die wir in Joule ausdrücken. Und je nach den Angaben werden wir dazu diese zwei Formeln einsetzen. Die verrichtete Arbeit W, die wir suchen, ist gleich zur Kraft F mal Weg D. Das ist die Länge von da bis da. Der Druck ist definiert als Kraft geteilt durch den Flächeninhalt von diesem Kolben, also vom Querschnitt des Kolbens. Wir starten mit dem Druck klein p. Wenn klein p F auf A ist, dann muss F P mal A sein. Also werden wir in dieser Formel F ersetzen können durch P mal A. Jetzt noch klein d. Wir wissen, dass Delta V, also die Variation von dem Volumen, der Inhalt von diesem Kolbenquerschnitt mal diese Länge d ist. Also ist klein d Delta V auf A. Hier können wir d also ersetzen durch Delta V auf A. Das machen wir auch und so finden wir als Arbeit, das heißt F mal d, dieses F, also P mal A, mal dieses d, also Delta V auf A. Und wir sehen, wir können durch A kürzen. Die gesuchte Arbeit wird also berechnet durch P mal Delta V. Und diese beiden Faktoren können wir durch ihre jeweiligen Werte ersetzen. Und somit finden wir als verrichtete Arbeit 1,01 mal 10 hoch 5. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also, die verrichtete Arbeit beträgt 1,01 mal 10 hoch 5 Joule.